zweiter Spieltag der deutschen Eishockeyliga und im Oktober ist in Berlin alles pink. Pink in the Ring, eine Aktion gegen Brustkrebs und Petri Vehanen schaute vorbei, verabschiedete sich vor seinen Fans. Er beendete seine Karriere ja letzten Sommer und warf den Puck hier ein. Berlin nur 2 Punkte aus den letzten 3 Auswärtsspielen und gegen Mannheim taten sie sich besonders schwer. Luke Adam mit der ersten Riesenchance in der 16. Minute, aber Kevin Poulin war wieder zurück im Tor und hielt den Kasten erstmal sauber. 4 Minuten später wieder Mannheim mit einer Riesenmöglichkeit und wieder Poulin kurz vor Schluss des ersten Drittels. Wie fast Dennis Endras mit dem Fuß machte es hier mit dem Stock. Verletzte sich leicht am Knie, konnte aber weiter spielen. Ja, die Fans, die mussten ihre Eisbären nach vorne schreien. Mannheim übernahm mehr und mehr die Kontrolle. Jonas Lettevori, da klingelt's. Aber nicht im Kasten, sondern am Kasten. Pfostenschuss, Riesenglück für Berlin in der 26. Minute. Das wusste auch Clément Jourdain. Wieder Mannheim, Riesenmöglichkeit und es ist wieder Kevin Poulin. 2-mal hier grandios gegen Radecki. Ja, an der Taktik, da lag es nicht, aber gerade dieser angesprochene Brent Radecki, schauen Sie oben am Bildrand, der Puck längst weg und dann dieses böse Foul gegen Daniel Fischbuch. Und das sollte auch der Bruch im Spiel der Mannheimer sein. Berlin, Riesenchance, Shepard, Tor 1-0. 5 Minuten Überzahl und Berlin schlägt gleich eiskalt zu. James Shepard mit dem 1-0. Nicht zu sehen hier für Endras und auch nicht zu halten im Nachschuss. Immer noch Überzahl Berlin. Und da ist Mickey Dupont. One-Timer, 2-0 für die Eisbären. Mickey Dupont, eiskalt, One-Timer, nicht zu halten für Dennis Endras. Ja, die Pink-Suit-Men sind sie heute anstatt. Die Blue-Suit-Men haben Grund zum Feiern. 2-0, verkehrtes Spiel. Mannheim ins letzte Drittel kamen sie mit Matthias Plachter. Ansatzlos, nicht zu halten für Kevin Poulin. Nur noch 2-1. Mannheim wollte dann aber weitermachen. Doch hier Scheibenverlust. Shepard schaltet am schnellsten. Und Jamie McQueen from Coast to Coast allein aufs Tor. 3-1 durch den Topscorer Jamie McQueen. Jamie McQueen lässt hier Dennis Endras keine Chance. Verkehrte Welt, Mannheim rannte jetzt kopflos an. Wieder Scheibenverlust und wieder ein Konter der Berliner. Da ist Colin Smith und dann steht es auf einmal 4-1 durch Brandon Ranford. Scheibe noch, geblockt, kommt zurück und dann Ranford mit dem 4-1. Was ist da los in Mannheim? Aufarbeitung ist angesagt, oder Markus King? Ja, absolut. Ich denke, wir haben wahrscheinlich eins unserer besten Spiele dieses Jahr gemacht und verlieren hier. Und vom Ergebnis ziemlich deutlich, aber ich denke, wie gesagt, wir waren bis zu dem Foul, haben wir das Spiel eigentlich dominiert. Und ja, das war dann die einzige Chance, die Eisbären wirklich hatten, und die haben sie super ausgenutzt. Every time you get those 3 points, it's a good game. But I think we started a little slow, and I mean, we haven't scored in I think 5 periods, and that penalty, the PP got us going, and after that, we our confidence was high, and we just keep building on that. Also Kevin Poulin sagt, wir haben langsam gestartet, aber diese 5 Minuten Powerplay, die haben uns dann auch geholfen. Und auf diesen 4-1-Sieg, da können wir jetzt auch weiterhin drauf aufbauen.